Aber die macht dann rums die Cutter auch richtig, ja. Ich habe ja bei der Dahnprüfung nun andere Kanko-Shows gesehen. Genau. Insofern ist das relativ wichtig. Okay, von hier aus geht es ja weiter. Bein ransetzen, vorsetzen. Ich zeige es mal von hier. 1, 2, bam, Kokutsudachi nach vorne. Die Stange sozusagen unten reinstoßen. Ja? Normal, wir stehen so da. Linkes Bein unter den Schwerpunkt. Nach vorne sehen, Kokutsudachi, Arme drehen, die Stange drehen, den Besenstiel. Und jetzt gehen wir vor, linke Ellbogen geht runter und der rechte geht vor. Kokutsudachi. So, und jetzt haben wir den zwischen seinen Beinen. Jetzt machen wir eins. Wir drehen auf dem Standknie. Bam, nach vorne vom Schwerpunkt. Jetzt geht das Bein hoch und absetzen. Das ist der Sprung. Ja? Also wir springen jetzt mal nach oben nicht, sondern machen so, wie der Ablauf ist. Also wir springen nicht einmal die Runde rum, sondern wir haben gestochen. Und jetzt werfen wir den. Und zwar nicht mit den Armen, sondern hier. Die Beine gehen vor, mit dem Gewicht auch Knie vor, boom, Knie hoch, ausholen, Hacken runter, runter. Okay? Und selbstständig die Bewegung. Versucht mal nicht zu hüpfen, sondern macht mal die Bewegung so wie gerade gezeigt. Antje, erst das linke Knie, genau, davor, den Stock mit, nee, der Stock wird mitgenommen. Du wirfst den rum. Antje, guck doch mal her. Stock zwischen die Beine und umreißen. Aber mit den Beinen genau so. Und jetzt geht's rechte Knie hoch dann, rumreißen, rechtes Knie hoch. Und wenn der Hacken runter, genau so, genau so, genau so. Genau. So, und Basti, hier, guck doch mal her. Noch mehr von hier nicht drehen, sondern vorgehen mit dem Gewicht. Vorgehen. Und zum Drehen hat man nicht so viel Kraft. Richtig mit dem Schwerpunkt vor. Das Knie nach vorne. Bam, bam. Genau so. Jesse sieht gut aus. Genau so läuft das. Zeig's dem Thomas. Claudi, stopp nochmal, geh nochmal zurück bis zu der Stelle, wo du stichst mit dem Kokutsudachi. Und jetzt nicht drehen, sondern bring dein linkes Knie sofort in meine Richtung zur Kamera vor. Nicht drehen, sondern vor, wie Angriff. Bom, ja genau so, mit Gewicht gleich vor. Bom, nicht drehen, sondern vor. Bom, genau. Bom, bom, genau. Das könnt ihr mal mit dem Partner machen, das ist wie ein Judo-Wurf. Ja? Wenn ich hier auf der Stelle drehe, nee, ich muss vom Schwerpunkt, das ist auch ein Wurf, zwischen die Beine greifen. Das geht nur, wenn das Knie vorgeht. Dann kann ich auch als Leichter den werfen. Ne? Knie vor, Gewicht vor. Nicht drehen, nee, nee, angreifen. Angreifen, vor, richtig vor. Zu mir, boom, so. Okay, jetzt versuchen wir mal, bis dahin zu kommen. Versuchen wir mal von ganz zu Anfang, ganz locker. Und ich und mich und sein. Ein Schritt vor, Knie vor, Füße vor, vor, eins zurück. Vorderes Bein zurück. Eins zurück, vorderes Bein zurück, eins stehen lassen, hier ein. Und das haben wir vorher nicht gemacht, aber eins rum, Nagel ransetzen, ausholen, zurück, Yakutsuki, Kizabetsuki und ich, nach vorne stehen, Kokutsudachi. Und langsam ran. Und wieder eins, ganz groß, die linke Hand greift über die rechte, Nagel stopp halten, linke Hand blockt. Nee, linke Hand blockt, Schultern, Zuki und vor. Bam. Und ausholen. Ich, Nisan. Und nochmal rum und ich. Und das ist jetzt die Stelle, die wir gerade geübt haben. Ransetzen. Und nach links. Und ich und Ni. Und ich und Ni. Umsetzen vor. Vorgehen mit dem Stock. Drehen. Und zwei. Genau, euer Weg. Alles klar soweit?
Okay, nochmal. Und nochmal. Und ich. Und nie. So. Und ich. Volles Bein zurück. Nie. Volles Bein zurück. Ei, hier ei. Und ich. Rum. Treten und stopp. Ausholen, stopp. Ich, nie und sie. Und ich. Und nie. Groß am Kopf vorbei. Und reißen und bach. Und ausholen. Erst ausholen, stopp. Ausholen hier vorne. Bleib mal auf dem rechten Knie stehen. Ausholen und mit Fumikumi zurück. Bam, bam, zwei Zucki. Und ich. Und Ransesan. Und jetzt geht zur Seite. Und ich. Und nie. Und ich. Und nie. Ich, nie. Und stech. Klick und Sprung. Baby, genau so. Genau so. Okay, den Sprung, den hat Norm auch angefangen. Vielleicht fangen wir den nochmal an. Ausholbewegung langsam, wir sind ganz schräg. Oberkörper geht leicht schräg runter. Hier geht die, und das ist so wie die Gelenkreihe bei Empi. Auf der Linie vom Bein. Jetzt die Hand oben, auf Schulterhöhe. Das ist ein Block gegen einen Zugi beispielsweise. Und jetzt bleibt diese Hand auch das Ziel von hier aus gesehen. Und wir gehen ran. Ach, stopp. Mika Zugi, gehen wir ran. Stopp. Ich zeige es von der Seite weiter. Und jetzt gehen wir runter mit den Ballen. Ballen und drehen den Ballen beim Absetzen und hacken nach vorne. Und Bein zurück. Okay, nochmal her. Nochmal zurück. Und ich, Gewicht zurück, ausweichen, wir wollen unter dem Schlag runtergehen. Und jetzt gehen wir im Prinzip Knick vor, Fuß runter und jetzt wird der Oberschenkel gedreht beim Absetzen. Absetzen, boom. Okay. Und nochmal, eins, boom, boom. Okay, die Hände sind vorne leicht nach innen gedreht, wenn wir aufsetzen. Guckt, dreht euch jetzt mal nach vorne, dreht euch mal nach vorne. Nach vorne drehen, Hände runter. Und jetzt machen wir eins, ich zeige es mal von zwei Seiten. Hoch, gerade hoch, hoch. Kokutsu und Tetsui, die Gelenkreihe mit offener Hand unten. Ja, nicht der Kopf geht hoch und auch nicht der Hintern, sondern die Körpermitte von hier. Hoch, 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 und die Beine werden gewechselt. Ja, wollen wir probieren. Hoch, hoch und beim dritten Mal wechseln die Beine, Schere quasi. Guck mal dabei hoch, Leute. Dann kommt der Purzel auch hinten nach unten. Antje, die Arme schneller zusammen. Wenn du hochgehst, sofort die Ellbogen zusammen. Sonst dauert das zu langsam. Och, Jesse, was ist denn das? Lama Gaul oder wie? Sterbende Kuh. Nochmal. Der ganze Körper geht gespannt hoch, hoch und bam, bam. Richtig wechseln die Arme und die Beine wechseln. Genau. Die Beine müssen schneller sein und der Kopf bleibt nicht den Hintern hoch und den Kopf runter, ne, sondern hier hoch, hoch, dabei nach vorne gucken. Okay, und den Becken vorstrecken, genau, Becken vordrücken, in dem Moment, wo wir die Beine auseinandernehmen. Alles klar? So, die ganze Bewegung sieht vom Rücken noch so aus. Eins, eins, und jetzt auch wieder landen und weiter. Das, was wir beim Hochgehen gemacht haben, landen, runter und sofort Bein. Und probieren. Und selbstständig. Genau so. Genau so.
Okay, stopp. Stopp, zwei Korrekturen bitte. Von hier aus, guck mal, was nicht passiert ist, dass der Hintern rauskommt, nicht so. Eine ganz gerade Bewegung von hier, gerade, Becken vor. Und jetzt geht das Becken gerade runter, nicht? Ein Stück vom Körper, der ganze Körper drückt, und zwar hier drücken mit dem Bauchnabel runter. Bauchnabel runter, Bauchnabel hoch. Nicht hier, okay? Das ist wieder tote Kuh, zu spät und kein Halbkreis. Kevin, bring mal den Schwerpunkt schneller runter bei der Landung. Nach dem Mikazuki-Giri sofort runter mit dem Bauchnabel. Abtauchen. Eins, bap, bap. Genau so, ganz anders. Ganz anders, sehr gut. Bap. Jesse, halt mal deine Körperspannung. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine australische Galeerenqualle von der Spannung. So, heute die letzten. Und die letzten zwei los. Ich guck noch. Okay, irgendwie. Gut. So, das sind so ein bisschen die wichtigen Punkte für mich da an der Kata, die ein bisschen schwieriger sind. Das versuchen wir nicht mal ganz zu laufen. Mal sehen, ob man alle den Ablauf durchkriegt. Mit Richtungswechsel ist schwierig, wenn man die nicht so super kennt. Okay, Kankusho und Ich und Ni und San und vor Ich, so Ni, so San hier. Und los geht's. Ich, Mage, dann Uwaken und zurück. Zuki, Zuki und rote Block. Und ausholen. Langsam. Und der Arm geht wieder rum. Ich. Ich, Ni, und Ich, Nisan, Ich, und Ni, Ich, Ni, Ich, Ni, Ich, Ni, und vorrutschen, stechen, drehen und spannen. Und jetzt kommt an der Stelle Marashi Yoda, Fashi Yoko geht nach links, Ich, Empi, Yoko nach rechts. Und jetzt greifen wir wieder vor, Ich. Mage, Uwaken, Stopp, ausholen, Zuki, Zuki. Und jetzt kommt die letzte Übung, lang nach hinten. Und Marashi rum und Kopf durch wie vor, Ich. Und Uchu rum, Zuki, Uchu rum und Zuki. Und hier kommt der letzte Kerl. Yami. Da habe ich früher mit Heinz für vierten Damen fleißig geübt. Ja, da haben wir damals die ganzen Sachen rausgearbeitet, an denen es heute noch klemmt. Okay, und da war wieder letzte Übung. Das, was für der Kata am einfachsten scheint, war auch für mich am Ende eines der größten Probleme. Ne? Nach dem Sprung, flach, Kopf und Sachi, jetzt geht es hier los. Jeder am Bereich Zuki vor. Ja? Von vorne, ich zeige es nochmal von beiden Seiten, Kokutsudashi, die rechte Hand macht jetzt am meisten. Die linke Hüfte zieht, die rechte Hand zielt in die Bewegungsrichtung und der Hacken geht vor. Mal von hier. Eins. Okay. Und los geht's, probieren. Kokutsudashi stehen, die rechte Hand zielt in die Richtung, in die ich mich bewege. Von vorne nochmal. Eins. Und selbstständig probieren. Thomas, mach mal nicht so eine große Drehung draus. Thomas, komm mal her. Versuch mal von hier die rechte Hand ziel. Das mach mal mit der links nichts. Mach mal alle Yummy. Lasst mal alle die linke Hand weg. Jetzt macht erstmal die rechte Hand mal was. Und zwar, die macht folgendes am Körper lang. Zieht darüber, da wo ich hingehe. Von der Seite. Die sticht in die Bewegungsrichtung, dann macht die Hicke, wenn das Bein vorgeht. Genau so. Okay?
Wenn der Rhythmus stimmt, dann kann man auch die andere Patsche dazu nehmen. Vergiss mal deine linke Hand. Mach mal mit rechts, genau. Rechts muss richtig intensiv darüber stechen. Nenn noch eher. Jamie, stopp nochmal. Jamie, guck mal her. Was passiert, wenn ich mit der Hand arbeite? Guck mal auf meine Schulter und meinen Blick. Kokutsudachi, ich stelle mich mal so rum. Die Hand bringt den ganzen Oberkörper rum. Ich gucke hin, die Schulter ist genau in die Richtung. Jetzt geht es erst vor. Nicht die ganze Zeit drehen, okay? Sondern Hand rum. Okay? Die rechte Hand geht so weit rum, dass der ganze Oberkörper rumkommt. Wir gucken dahin. Und der geht am Bereich ist am Ende eine gerade Bewegung. Genau so. Ja, genau. Jesse, rechte Hand ist faul. Rechte Hand ganz weit rum, bringt die Schulter um. Mach mal die linke Hand an dein linkes Ohrläppchen, an dein rechtes Ohrläppchen. Genau. Und strecken. Hacken vor. Genau. Und beim Strecken ist von der Hacken vorgebracht, nicht der Ballen, der Hacken, wenn ich strecke. Christina, nee. Versuch mal diese Bewegung hier. Du rennst gleich total vor. Mach mal das nicht so ein Fuß ran an die Hüfte, Hand darüber und jetzt geht der Hacken über die Linie. Nicht gleich rumdrehen. Okay? Ganz eng zusammen, dann eng am Körper. Am Ende ist es eine gerade Bewegung, es ist keine Drehbewegung.